Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen. Ein unangenehmes Thema haben wir da heute, Sünde und Schuld. Über beides reden wir nicht gerne. Wir reden nicht darüber gerne, weil es so altertümliche Begriffe sind. Wenn wir Sünde sagen, dann rollen viele schon mit den Augen und sagen, typisch ihr in der Kirche, so altertümlich, so niederdrückend. Sünde ist etwas, was für uns unangenehm ist. Wir verniedlichen sie gerne. Wir sagen, Sünde ist, ein Stück Sahnetorte zu essen, obwohl die Waage doch schon ganz schön viel anzeigt. Aber das ist keine Sünde. Sünde ist etwas anderes. Über Sünde und Schuld reden wir nicht gerne. Höchstens, wenn wir mit den Fingern auf andere zeigen können. Das ist etwas leider sehr Menschliches. Wir schieben gerne anderen die Schuld zu und dann reden wir auch gerne darüber. Aber eigene Schuld? Sehen wir uns die beiden Begriffe einmal genauer an. Das Wort Sünde. Es bezeichnet die Trennung von Gott. Dass wir Menschen uns von ihm entfernen, uns ihm nicht zuwenden. Sünde, das ist ein altes Wort. Vielleicht kennen Sie den Sund, den Strelasund zwischen Insel Rügen und Stralsund oder den Fehmarnsund. Meeresarme, die eine Insel vom Festland trennen, nur schwer zu überbrücken. So ist die Sünde etwas, was uns von Gott trennt. Nicht die einzelne Tat, sondern die innere Einstellung. Sind wir mit Gott in Beziehung? Oder wenden wir uns von ihm ab? Schuld dagegen ist etwas, was mit konkreten Taten zu tun hat. Wir haben einen Fehler gemacht und jemandem geschadet. Oder vielleicht sogar absichtlich etwas gemacht, das anderen wehtut oder sie schmerzt. Beides auszusprechen kann heilsam sein. Es zuerst uns selbst einzugestehen und es dann auszusprechen, vielleicht auch vor dem, den es betrifft. Im Moment haben viele von uns ja viel Zeit. Wir sitzen zu Hause, können nicht heraus. Viel Zeit für viele Gedanken. Manches kommt da hoch, was wir gerne verdrängen würden. Viel Zeit, aber auch um etwas zu tun, sich Gott wieder zuzuwenden. Ein Gebet, ein Lied, vielleicht einfach nur ein schweigendes Innehalten. Du Gott, da bin ich. Und wenn wir Menschen einen Schaden zugefügt haben, vielleicht jemand sauer auf uns ist,
Jetzt ist die Gelegenheit. Greifen Sie zum Telefonhörer. Rufen Sie an. In dieser Zeit kann man sich einfach fragen, wie geht es dir? Ich möchte gern Kontakt mit dir haben. Ich bin interessiert an dir. Und das kann ein erster Schritt sein, alte Fehler auszuräumen. Beides, das Aussprechen vor Gott und das Aussprechen vor unseren Mitmenschen, ist heilsam für uns.